Sonntagabend im Zentrum, die Live-Diskussion in ORF2. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dass es in diesen Tagen wieder so heftig über Sexismus diskutiert wird wie schon lange nicht mehr, das liegt wohl daran, dass der Gesetzgeber jetzt klare und noch strengere Grenzen ziehen will. Dafür, was schon als Grapschen gilt und auch dafür, was schon unter Vergewaltigung fällt. Da soll ein Nein künftig nämlich genügen. Und unerwünschte Berührungen am Gesäß fallen dann schon unter die Kategorie sexuelle Belästigung und sind strafbar. Insofern sind wir jetzt natürlich an dem Punkt, wo wir dann gucken müssen, was können wir auf einem gesetzlichen Wege zum Beispiel regeln, um einen entsprechenden kulturellen Wandel auch voranzutreiben, der damit natürlich einhergeht und der halt auch notwendig ist. In Österreich zum Beispiel den Fall, dass knapp jede sechste Frau ab dem 15. Lebensjahr schon mal Erfahrungen mit unerwünschten Umarmungen, Berühren und Berührungen und Küssen gemacht hat, was eben unter körperliche sexuelle Belästigung fällt. Und das ist mitnichten ein Einzelfall. Das ist ein strukturelles Problem und das muss man dann unter anderem auch mit Gesetzen natürlich angehen. Herr Einetter, jede sechste Frau in Österreich knapp hat schon körperliche und sexuelle Belästigung erfahren, hören wir gerade. Ein strukturelles Problem und da sagen Sie, der Gesetzgeber schießt übers Ziel hinaus. Ja, wie denn anders als mit einem Gesetz soll man denn dem beikommen? Weil man per Gesetz und schon gar nicht per Strafgesetz das menschliche Zusammenleben regeln kann. Es ist undenkbar, dass sich durch die Strafrechtskeule, wo immerhin 6 Monate Freiheitsstrafe angedroht sind, bei der minderschweren Vergewaltigung, also Beischlaf ohne Einverständnis, das muss mir irgendwer von den anderen bitte erklären, was das sein soll, wie man mit einer Frau den Beischlaf ohne Einverständnis vollziehen kann, ohne Gewalt. Ja? Also nur, sie will nicht und tut das aber in keinster Weise Grund. Geht nachher und sagt, ich war nicht einverstanden, geht mich anzeigen, 2 Jahre Freiheitsstrafe. Und die Grabscher-Geschichte, ja, die geht also jetzt eindeutig in Richtung der Grazerin, wo wir, die angeblich auf den Po gegriffen Beispiel wurde. Gesehen, ja. Beispiel, ja. Oder wenn ich jetzt einer Frau so über den Rücken streife, ist auch einer gleichgeschlechtlichen Handlung vergleichbar. Ich kann mir das gar nicht merken, diese Definition. Es soll also strafbar sein, wer eine Person durch eine nach Art und Intensität einer geschlechtlichen Handlung vergleichbare, der sexuellen Sphäre im weiteren Sinn zugehörige körperliche Handlung an ihr belästigt. Ich bin sehr gespannt, wie die Judikatur diese absolut unbestimmte und nicht nachvollziehbare Bestimmung mit Leben erfüllen wird. Ich halte es jedenfalls für weit überzogen. Also nur wenn gar nichts anderes mehr möglich ist, dann brauche ich eine strafgesetzliche Regelung. Und da meine ich doch, dass die Frauen auch stark genug sind, um selbst zu sagen, nein, ich will das jetzt nicht oder greif mich nicht an oder ich weiß nicht was. Ich meine, wenn wir daran denken, an die Debatte, die damals bei Brüderle vor 2 Jahren ungefähr war, bei dem deutschen Politiker, und dann die Sexualismus einer Dame gesagt hat, sie würde gut ein Dirndl ausfüllen. Und das hat dann zu einem Shitstorm, heißt das jetzt, glaube ich, neudeutsch, geführt, wo dann alle Amok gelaufen sind und gesagt haben, man muss also das Strafgesetzbuch verschärfen. Ich habe damals noch auch an Diskussionen teilgenommen und habe noch gelacht und habe gesagt, naja, also so weit kommt es noch, dass man sowas ins Strafgesetzbuch schreiben. Aber scheinbar, es ist möglich, es wird von manchen gewünscht. Ich kann nur hoffen, dass es nicht Realität wird. Zum anderen finde ich es sehr nett, wenn die Herren der Meinung sind, starke Frauen können sich selbst wehren. Nur leider sind nicht alle Frauen stark. Und gerade dort, wo ein großes Machtgefälle ist, dort spielen sich die schweren Fälle von sexueller Belästigung ab. Zudem geht es um Eingriffe in die sexuelle Integrität. Das ist kein Kavaliersdelikt, das sind schwere Eingriffe. Und das Streichen über die Schulter wird sicher nicht darunter fallen. Sie wissen hoffentlich als Strafverteidiger, wie eng die geschlechtliche Handlung definiert ist. Und der Art und Intensität vergleichbar ist eben sehr eng. Deswegen möchte ich das auch geändert haben in der Art und Intensität nahekommend. Weil sonst haben wir nämlich nicht einmal den Po-Grabscher drinnen. Ja, aber was soll das sein? Nennen Sie ja, zum Beispiel. Zum Beispiel derjenige, der intensiv an den Hintern greift. An den Hintern greift. Oberschenkel, Knie, natürlich, Rücken. Natürlich alles, kann das alles darunter fallen. Alles. Was wir gesehen haben, Oberschenkel unter den Rock gleiten. Also selbstverständlich ist das eine sexuelle Belästigung. Und natürlich bemühen wir uns hier bestmöglich, das umzusetzen, was der Gesetzgeber und die Bevölkerung hier haben möchte. Allerdings sind Sexualstraftaten die am schwersten, meiner Meinung nach, am schwerst beweisbaren Straftaten, die das StGB zu bieten hat. Wir haben hier nur in Ausnahmefällen Zeugen. Bei der Vergewaltigung kann man bislang darauf zurückgreifen, dass man möglicherweise Gewaltspuren hat oder andere Spuren, die objektiv nachweisen, dass das, was das Opfer sagt, stimmt. Das wird sicher immer schwieriger, je weiter dieser Deliktraum und diese
Deliktbeschreibungen gehen. Wir sind jetzt in der Situation, dass man eigentlich, wenn man sich zwischenmenschlich annähert, zuerst einmal ein Bittgesuch gesucht beim Staatsanwalt bzw. beim Anwalt oder eine Prüfung der Situation einreichen muss, ob das überhaupt legitim ist. Man muss die Frau fragen, darf ich dich berühren? Man muss fragen, darf ich dich beim Tanzen oberhalb der Gürtellinie oder vielleicht doch ein bisschen unterhalb berühren bei einem sogenannten Lamour-Hatscher, um das jetzt einmal salopp auszudrücken. Das sind lauter Situationen, die heraufbeschworen werden, wo die, speziell die jüngeren Menschen a priori kriminalisiert werden. Die einen werden zum Täter gemacht, zum Potenziellen, die anderen werden zum Opfer gemacht. Und ich als Frau würde mich massiv gegen so einen Paragraphen wehren, weil ich sage, bitte, ich kann mich in der Situation, wenn mich ein Mann berührt oder nicht berührt, entscheiden. Und wir sagen ja auch in der Situation, eine Frau wird erobert. Bitte, was ist eine Eroberung? Eine Eroberung setzt immer einen gewissen Widerstand voraus. Das heißt, potenziell ist der Widerstand der Frauen jetzt immer schon die Straffälligkeit des Mannes. Das ist aus meiner Sicht etwas, das müssen wir gesellschaftspolitisch ausdiskutieren und nicht dem Strafrichter überlassen. Herr Franz, ein Annäherungsversuch beginnt nicht mit einem Überfall auf das Gesäß der Partnerin oder des Partners. Das ist eine Unterstellung, das habe ich nie gesagt, das ist nachlesbar. Der zweite Punkt ist, wenn man diese Übergriffe verblödelt, wie es teilweise stattfindet, dann frage ich, es soll sich jeder hier vorstellen, ob er will, dass irgendjemand Fremder sich gegen seinen Willen am Gesäß zu schaffen macht. So, und wenn der Herr Franz jetzt frei formuliert, weil er ja jetzt ein bisschen anders klingt, ob der, wie hat er gesagt, ob der Popsch hält, was der Blick verspricht, das erfahren zu wollen, wird nun strafbar. Ich sage Ihnen, Sie haben im Zusammenhang mit fremder Körperteile gar nichts zu wollen und Sie haben auch kein Recht, irgendetwas zu überprüfen. Das ist der wesentliche Punkt. Und, also wenn wir schon, wenn auch Sie, Herr Dr. Einhetter, beklagen, das ist zu schwammig und man weiß dann nicht ganz genau, was gemeint ist, dann wäre doch relativ leicht, Abhilfe zu schaffen, wenn man es genau hineinschreiben würde, oder? Ja, das kann man eben nicht, das ist ja unmöglich. Nicht? Weil was, wie soll man hineinschreiben, was einer Person in dem Moment nicht passt, sozusagen, ja? Das kann man legistisch überhaupt nicht fassen. Das zeigt ja auch schon die Absurdität dieser Neuregelung. Nein. Das ist unmöglich, das kann man nicht festmachen. Aber dafür, ja? Was, es ist eigentlich keine Neuregelung. Vom Einverständnis ja des anderen ab? Ja schon. Aber naja, im Rahmen der sexuellen Belästigung muss genau das diese... Das ist okay. Ja, das ist auch okay. Da muss das genau diese Abgrenzung getroffen werden. Bitte, ja. Ja. Das Geschlechtsteil soll geschützt sein, ist überhaupt keine Frage. Ja, Busen, meiner Meinung. Genitalien, überhaupt kein Thema. Aber wo sind die anderen Berührungen, Oberschenkel, Gesichtsbereich, soll also auch in Zukunft gerichtlich strafbar sein. Jetzt, das freundschaftliche Busse, ist das strafbar, ist das nicht strafbar? Ja. Wer soll das? Da ist das Einverständnis doch klar. Na, wer sagt das? Wenn die Dame nachher sagt oder der Herr nachher sagt, noch? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und rennt auf die Polizei, macht eine Anzeige. Und Frau Professor, erklären Sie mir jetzt bitte, das haben wir erst übersehen. Sehr gerne. Wie ich mit einer Person ohne deren Einverständnis den Beischlaf vollziehe. Ohne Gewalt kann ich Ihnen gerne Fälle, reale Fälle aus Deutschen schildern, die bitte die deutschen Juristinnen gesammelt haben. Aha. Das, was Sie nämlich überhaupt nicht zu bedenken scheinen, sind Gewaltbeziehungen. Bei den meisten Beispielen... Ohne Gewalt. Nein, es geht um Gewaltbeziehungen, die dann dazu führen, dass die Frau sich gegen den Geschlechtsverkehr nicht zur Wehr setzen möchte, weil sie sonst wieder zusammengeschlagen wird. Ja, vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass es so etwas Gewalt gibt. Oder ist Nein, Gewalt eben, oder Drogen eben dabei? In dieser Situation in nicht. In diesem Moment nicht. Es gab sogar einen Aha. Fall, da hat der Täter immer das Messer unter dem Kopfpolster liegen. Ja? Ja. Auch das hat nicht als Drohung gereicht. Da könnte man natürlich ja, darüber reden, ob das... Mal reichen als das hoffe ich. Ja? Wobei, er hat natürlich nicht dazu hingegriffen. Es liegt einfach immer unter seinem Kopfpolster. Und es gab auch einen Fall beispielsweise, wo eine Frau geweint hat und gefleht hat, dass ihr Partner nicht im betrunkenen Zustand den Analverkehr an ihr vollzieht. Und er hat es einfach gemacht. Aber das sind ja auch ganz andere Fälle, die Sie da jetzt schildern. Entschuldigung, aber da hat die Frau keinen Widerstand. Wir reden jetzt vom Paragraph 218. Nein, ich wollte gefragt in meinem Satz. Wir reden von 218. Sie kommen mit Beispielen. Wir reden jetzt mit einem Beispiel. Sie sind jetzt nicht dran, bitte. Entschuldigung, wir reden vom 205a. Wer mit einer Person, ohne deren Einverständnis, den Beischlaf vornimmt? Da ist keine Gewalt, da ist keine Drohung, da ist gar nichts. Also wir haben das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben es mit zwei verschiedenen Plänen der Gesetzesänderung zu tun. Das eine betrifft die sexuelle Belästigung, das andere betrifft, was muss eben in Zukunft nachgewiesen werden, um eine Vergewaltigung anzeigen zu können. Das heißt ja auch anders. Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Aber der Titel ist ja sehr verräterisch. Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Ich kann dazu was beitragen. Na bitte, Folgendes. Das geht ja auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurück, wo eine Bulgarin gegen ihren Willen durch vier Männer zum Sexualverkehr gezwungen wurde, aber keine Gegengewehr geleistet hat, wegen Aussichtslosigkeit. Daher war sozusagen
keine Verteidigung im Spiel, daher war auch keine Gewaltanwendung im Spiel und das hat in Bulgarien zu einem Freispruch geführt. Ja, gut. Und der EGMR hat gesagt, wenn die betroffene Person, naja, darüber kann man lachen oder nicht. Und wenn die betroffene Person klar zu erkennen gibt, dass sie diesen Sexualverkehr nicht vollziehen will, dann soll das nicht mangels Widerstands straffrei sein. Das heißt, ein Nein muss genügen. So ist es. Dieses ich glaube, das versteht auch jeder. Das versteht nicht jeder. Und es versteht noch weniger jeder. Es versteht noch weniger jeder, dass es strafverschärfend ist beim Ehepartner und überhaupt beim Partner, beim Lebensgefährten. Das ist ein Erschwerungsgrund nach den neuen Bestimmungen. Also beim Fremden ist weniger arg. Das ist wieder eine andere Debatte. Aber nein, sollte grundsätzlich jeder verstehen. Wenn ich hier aufs Gesetz gehe, wenn zu Ihnen eine Frau Nein sagt, dann werden Sie vermutlich verstehen, dass diese Frau den Sexualverkehr nicht vollziehen will. Und was werden Sie tun? Sie werden es hoffentlich beenden. Ja. Also Nein sollte jeder verstehen. Das ist schon richtig. Aber wer sagt, dass sie Nein gesagt hat? Sie rennt dann aus dem Schlafzimmer auf die Polizei und sagt, er hat jetzt mit mir geschlafen. Ich habe gesagt Nein, aber er hat es trotzdem gemacht. Das heißt, Sie wollen das Gesetz. Sie haben so keine Ahnung von irgendeiner Praxis. Das bei ist jeder unfassbar. Bitte fragen wir die Frau Staatsanwalt, wie soll denn das gehen? Da steht Aussage gegen Aussage. Vielleicht können wir die Frau Staatsanwalt sagen. Das ist genau das Problem, das wir sehen. Wir haben das ist aber bei allen Sexualstrafen. Ja, genau. Das ist Delikten. Na, dann müssen aber die bisherigen haben ihre Daseinsberechtigung. Nur diese Bestimmungen haben keine Daseinsberechtigung. Na, dann wäre es ein sexuell typisch, dass die Grünen wieder alles verbieten wollen. Ihr seid wirklich die reine Verbotspartei geworden. Am Wort ist jetzt einmal die Frau Staatsanwältin. Genau das ist das Problem, das wir sehen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, das gehört gelöst, das ist ein gesellschaftspolitisches Problem, das wir angehen müssen. Allerdings im Strafverfahren weiß ich nicht, ob wir hier allen Ansprüchen gerecht werden können. Wie schwierig die Wahrheitsfindung oft ist, zeigen prominente Fälle. Wettermann Jörg Kachelmann muss sich vor Gericht gegen den Vorwurf verteidigen, er hätte seine Ex-Freundin mit dem Messer bedroht und vergewaltigt. Die Medien beteiligen sich intensiv an der Wahrheitsfindung. Nach langer Schlammschlacht folgt 2011 der Freispruch. In einem Buch erzählt der Fernsehmoderator die Geschichte dann aus seiner Sicht. In Wien weiß ich aber, dass in den seltensten Fällen eine Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft durchgeführt wird. Das heißt, es erfolgt die Einstellung aufgrund der summarischen, sehr kurz zusammengefassten Polizeiprotokolle. Und hier ist keine Beweiswürdigung möglich. In dubio pro reo, im Zweifel, dürfen wir hier niemanden vor Gericht zerren, wo wir selbst der Überzeugung sind, dass hier eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Und das ist aber ein Grundsatz, dem sowohl die Richter als auch die Staatsanwälte bereits unterliegen. Also wir können nicht anklagen, wenn wir selbst nicht der Meinung sind, der ist zu verurteilen. Das ist falsch. Das haben auch namhafte Juristen, Dogmatiker, ich bin ja in erster Linie Kriminologin, geschrieben. Ich habe dazu aber publiziert. Man kann das im Juridikum 3/2014 nachlesen. Ich habe das sehr gut begründet, warum diese Sicht zwar üblich, aber leider falsch ist. Ah, und die Opfer, sprich der Kachelmann und die da jetzt gerade vorgekommen sind, die völlig ruiniert sind, die sind ihnen wurscht. Nicht? Und ich finde, man darf gerade Das ist jetzt aber sehr zynisch, Entschuldigung. Ja, der ist jahrelang durch die Medien gezerrt worden. Die Medien hat ihn nicht. Das ist ungeheuerlich und der Vorwurf hat sich in Wirklichkeit als falsch herausgestellt. Nein, hat sich nicht. Hat sich schon, weil sonst wäre er nicht freigesprochen worden, Frau Professor. Aber Sie haben selber gerade gesagt, im Zweifel. Ja, Lesen Sie die Begründung. Dass das angebliche Opfer das Gericht nicht davon überzeugen konnte, dass ihre Darstellung der Sache gestimmt hat. Aber auch, dass der Täter nicht überzeugen konnte, dass das Opfer falsch beschuldigt hat. Okay. Aussage gegen Aussage. Das ist genau so das, was Sie haben. Genau das, was die Frau Staatsanwältin sagt. Deswegen frage ich Sie nach Ihrer Position in dieser Frage, was die Vergewaltigung betrifft. Und die Frage lautete, kann bei einem Delikt, bei dem in irgendeiner Art und Weise Gewalt im Spiel ist, ob das jetzt psychisch oder körperlich ist, das Gesetz nicht eigentlich gar nicht streng genug sein. Das haben wir ja schon. Das ist ja jetzt schon total streng. Wenn die Juristen mir sagen, aus der täglichen Erfahrung, das funktioniert und diese nicht klärbaren Fälle kann man weiterhin leider Gottes nicht klären. Wir können keine absoluten Rechtsansprüche für die Bürger herstellen. Das geht halt einmal nicht. In meinem Bereich wird auch gern Recht auf Gesundheit für jeden. Würde ich jeden sofort heute beschließen im Nationalrat im Rahmen einer Sondersitzung. Es geht nicht. Wir können nicht jeden mit Rechten versehen in jedem Bereich. Das ist
auch von der Grundidee her nicht wirklich sinnvoll, weil der Mensch ist halt hinausgehalten in das Sein, wie es philosophisch so schön heißt. Und der Mensch ist für sich selbst zu einem Teil verantwortlich und der Mensch will das auch sein. Und der Mensch braucht nicht unbedingt überall einen Staat, so wie es die Grünen haben wollen. Was? Lass uns mal bitte ausreden. Ja. Und der ihm dauernd erklärt, wie er sich zu verhalten hat, wann er zur Polizei gehen muss, alles verbieten, darf nur mit 30 km/h fahren, weil das ist gefährlich, etc. etc. Nenne ich Staat, da bin ich dagegen. Ich bin für den Einzelnen, für den Bürger, für seine Rechte und für seine Freiheiten. Das ist das prinzipiell höchste und schützenswerteste Gut aus meiner Sicht. Und noch ein letzter Satz. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Montesquieu, ein Staatsphilosoph, ein französischer, der hat gesagt, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Und das passt kaum wo besser als auf den Paragraph 218. Also wird es dann nicht noch schwieriger, wenn man sozusagen ohne einen faktischen Beweis hergehen soll, zum Beispiel den eigenen Ehemann anzuzeigen? Absolut. Also da spielen auch eindeutig Abhängigkeitsverhältnisse unter anderem mit rein. Wir hatten schon das Thema Gewaltbeziehungen. Also wenn dann eben auf diese Weise noch Druck ausgeübt wird, zumal bei Vergewaltigungssituationen. Und da ist das Gesetz momentan einfach schlicht realitätsfern. Ganz oft die Situation eintritt, dass der sogenannte Freeze passiert. Das heißt, das Opfer erstarrt förmlich und lässt das Ganze über sich ergehen. Und im Grunde macht das Gehirn dann auch noch so eine Art Schutzfunktion auf, was dann dazu führt, dass bestimmte Erinnerungslücken überhaupt erst entstehen, was natürlich die Beweislage wieder erschwert. Aber das sind eben auch die ganzen Punkte, die momentan im Gesetz überhaupt noch nicht abgedeckt sind. Und wie kann man die überhaupt abdecken? Das ist doch gar nicht so einfach. Da bin ich jetzt wiederum keine Juristin, aber ich finde das zumindest wichtig, dass was jetzt... Ja, aber Sie sehen ja noch nicht mal das Problem, wenn das Einverständnis beim Geschlechtsverkehr fehlt. Nein, aber ich kann mir noch immer niemand erklären, wie das funktioniert. Ich habe Ihnen doch Fälle genannt. Nein, nicht der Bulgare, der die Frauen entführt. Nein, im Übrigen ist der österreichische Gesetzgeber verpflichtet, das umzusetzen, weil die Istanbul-Konvention, die seit vergangenen Jahren in Kraft ist. Also die Europaratskonvention steht in den Erläuterungen, genau, ist mehr als übererfüllt bei uns. Ja. Ja. Ich bitte Sie, eine Erweiterung notwendig jedenfalls. Ich bitte Sie sehr. Wir wollen es ja verschärfen, noch zusätzlich zu dem, was jetzt schon ist. Es wird eine Geldstrafe sein, es wird nicht einmal eine Geldstrafe sein, wenn überhaupt. Es wird seiner Diversion, das heißt, das ist keine Vorstrafe und gar nichts. Und das empfinden die Leute ja, es ist eh nichts passiert. Ah, okay. Also damit ist es auch vollkommen sinnlos, so Herr Steinhoff. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sinnlos. Die Diversion ist oft wirkungsvoller als die Strafe, weil sie sich mit der Tat auseinandersetzen. Außer es ist ein Bußgeld, dann haben sie recht. Als Verteidiger habe ich sie noch gar nicht erlebt bei Gericht, sind sie öfter. Macht nichts, ne? Also, aber sie kennen sie aus. Okay. Nein, ich mache es jeden Tag. Ne? Was halten Sie von so einer Initiative? Hilft man sich selber besser, als einen der Gesetzgeber schützen kann? Selbstverständlich sind solche Initiativen unbedingt notwendig. Allerdings muss man schon sagen, dass ein gerichtlicher Straftatbestand hier großes Bewusstsein schafft und viel abschreckender wirkt. Und während ich in einem Lokal in der Öffentlichkeit mit Kellnern, mit Security-Leuten herum mich ganz gut wehren kann, fängt das Problem dann vor der Tür an. Was ist, wenn der des Lokals Verwiesene ums Eck auf mich wartet und mich dann abpasst? Dann plötzlich greift nichts mehr. Das kann es ja nicht sein. Beziehungsweise nur ein Verwaltungsstraftatbestand mit bis zu 700 Euro Geld. Strafe dafür, dass ich vielleicht eine wirklich beunruhigende Situation durchleben muss, weil schließlich hat auch eine Dunkelfeldstudie in Österreich ergeben, dass ein Zehntel der von sexueller Belästigung betroffenen Frauen und ein Zwanzigstel der betroffenen Männer gesagt hat, in ihren Fällen ist es dann zu einem tatsächlich gewalttätigen sexuellen Übergriff gekommen. Ja, es ist ja nicht so, dass es immer darum geht. Es ist ja wieder was anderes. Dass es traumatisierend ist in einer... Aber das spielt ja damit rein, wenn Sie sagen, Frauen sollen sich einfach nur wehren, dann ignorieren Sie ja genau dieses Problem. Entschuldige kurz, Sie sind vom Fach, ja, Strafrechtsbeamter. Sie glauben doch nicht wirklich ernsthaft, dass um 4 in der Früh ein Besoffener sich durch das Strafgesetzbuch im Hinterkopf haben, ups, jetzt begehe ich eine strafbare Handlung mit bis zu 6 Monaten Freiheitsstrafe. Nein, aber Sie unterschätzen die Reichweite der Massenmedien. Nein, also das können Sie nicht ernsthaft glauben. Also das so gesehen ist es frisch für die Haare, wenn ich das auf gut wienerisch so sagen darf. Und wissen Sie, was mich noch stört an der ganzen Debatte? Auf der einen Seite haben wir 50 Shades of Grey, oder wie das heißt. Ja, da wird Gewalt beim Sex verherrlicht, in Handschellen und ich weiß nicht was. Aber nur gegen das Zustimmung. Ist ganz, das ist Sie ganz haben super. Das scheinbar nicht gelesen. Eine 18-Jährige, na Gott sei Dank habe ich es nicht gelesen. Okay. Aber ich habe mir von meiner Schwiegertochter berichten lassen, was da drin steht in dem Birkel. Und da wird eine 18-Jährige von einem älteren Mann
mit Gewalt konfrontiert in der sexuellen Beziehung und das finden alle ganz super und toll. Ja, der Film kommt jetzt heraus, in der Werbung wird es eingesetzt. Der Film ist schon längst da. Ist schon es da. Geht nur um Einvernehmliche. Viele finden das auch nicht so super und toll. Aber ja, aber die mehr, es ist Mainstream, sind wir uns da schon einige. Ja, und ich glaube, so was BDSM angeht, können Sie sich noch ein bisschen SM, weiterbilden, aber das spielt jetzt auch SM in dem ist, Kontext ist gut, keine aber, Rolle. Aber Grabschen ist schlecht. Okay. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Bei Ersterem ist immer Einverständnis erforderlich. Ja. Und das wird auch tatsächlich strikt gehandhabt. Ja, beim SM ist, glaube ich, mein Einverständnis ist nicht so, wie stark man zutrat, ist, glaube ich... Ich glaube, wir sind auf einer Ebene, um die diese Diskussion nicht mehr gehen soll. Aber Frau Wiczorek, wenn wir jetzt das Argument schon gehört haben, dieses ein bisschen auf der einen Seite, so diese Annäherung an Gewaltverherrlichung ist, keimt schon ein bisschen der Gedanke auf, in einer anderen Beziehung tun sich Feministinnen nicht eigentlich mit dieser Debatte ganz besonders schwer. Denn natürlich wird die eine oder andere Frau sagen, ich fühle mich da ständig in eine Opferrolle gedrängt, die will ich eigentlich gar nicht haben. Aber das ist ja genau das, wo Feministinnen sagen, genau diese Opferrolle wollen wir nicht haben. Und die lehnen wir ab. Sie verstärken es ja mit diesen Paragraphen. Nein, Sie verstärken das, wenn Sie Täter schützen, indem Sie sagen, Frauen müssen sich einfach besser wehren. Täter gehören bestraft. Aber wenn ich jeden zum Täter erkläre... Also eine Gesellschaft, die erwartet, dass Frauen sich ständig wehren, ständig auf der Hut sind... Die ist meiner Meinung nach die falsche, sondern muss eher diskutieren, wie können wir eine Gesellschaft schaffen, eben diesen kulturellen Wandel, dass wir wirklich ein zwischenmenschliches Miteinander haben, was einfach im Einverständnis passiert. Ja. Und da können aber solche entsprechenden Gesetze solche Signale senden und können sagen, wir als Gesellschaft akzeptieren das eben nicht. Das ist eben kein Kavaliersdelikt für uns. Mhm. Wir, die Gesellschaft. Die Gesellschaft will uns alles verbieten im Moment. Die Frau Heine-Schossek hat jetzt jüngst gesagt, die Magermodels werden verboten. Also das Recht sind Sie schon wieder bei einem anderen? Naja, nein, das ist aber alles für mich in einem größeren Kontext zu sehen. Sie einfach bedroht, offensichtlich. Dass jetzt, Magermodel, glaube ich, fühle ich mich nicht wirklich das betroffen. Aber also wir wollen den Menschen, einen Staat, alles vorschreiben. Alles im menschlichen Leben müssen wir per Gesetz regeln. Das ist eine Entwicklung, vor der ich mich wirklich fürchte. Ich habe unlängst zu meiner Frau gesagt, ich bin froh, dass ich schon so alt bin. Weil das ist grenzenlos mittlerweile. Aber gut, entschuldige. Andere Länder ergreifen da viel drastischere Maßnahmen. Auch in den USA zum Beispiel. Lassen Sie mich das kurz vielleicht schildern, um was es hier geht. In den USA müssen angehende Studentinnen und Studenten verpflichtend ein Seminar belegen, in dem ihnen erklärt wird, wie zwischenmenschliche Beziehungen anzubahnen und zu gestalten sind, damit es zu keinen Missverständnissen kommt und damit ist dann alles klar. Das wäre doch so einfach, oder? Amerika hat die größte Doppelmoral, die es überhaupt gibt. Sie haben die Todesstrafe, die höchste Verbrechensrate, die größte Pornoindustrie weltweit und schauen da ein Schlafzimmer mit der Strafrechtskeule. In jedem Bundesstaat ist es anders. Wir versuchen nur ein bisschen zu schauen, wie man diesen gesellschaftlichen Konsens denn herstellen könnte. Und die Frage lautet, wäre es eine Möglichkeit, so zu verfahren? Auf jeden Fall. Und gerade Aussagen wie von Dr. Eineter sprechen dafür, dass viele Leute in Österreich so ein Seminar bräuchten. Erstens stellt der Straftatbestand nur Taten, Handlungen unter Strafe, die mit Belästigungsvorsatz passieren. Ich muss es ernstlich für möglich halten, dass ich jetzt mein Gegenüber belästige und ich mache es trotzdem, weil das ist mir wurscht. Mhm. Ja? Solche Fälle werden unter Strafe gestellt. Das können Sie ganz einfach erkennen. Sie greifen mal zart in den Oberarm, die Frau schubst sie weg und sie greifen noch einmal hin. Dann war das ganz sicher ohne Einverständnis. Dann habe ich schon 6 Monate Freiheitsstrafe. Das hängt davon ab, wo Sie beim zweiten Mal hingreifen. Bis zu 6 Monate. Sie haben selber gesagt, in der Regel wird es eine divisionelle Regelung sein. Also ein bisschen hat man den Eindruck, wenn man den zwei Herren zuhört, dass da jetzt hunderttausende Männer einerseits Angst haben, dass sie keine Anbahnungsgespräche mehr führen können und keine Frau finden oder im Gefängnis landen. Das ist mein Eindruck, wenn man zuhört. Und der Strafgesetzparagraf, entschuldige. Mit ein bisschen sozialer Kompetenz. Mit ein bisschen einer sozialen Kompetenz. Ich glaube, das werden viele teilen. Die hier sind, kann man die Signale eines Gegenüber deuten, ob ein Kontakt erwünscht ist, aber nicht erwünscht ist. Da jetzt so zu tun, er schaut bei einem Anbahnungsgespräch, wie Sie es formulieren, der Staatsanwalt über die Schulter. Ist ja in Amerika der Fall. Entschuldigung, wir haben es gehört. Wir reden über das österreichische Gesetz. Ja, aber das war ein Vorschlag. Was Sie geflissentlich übersehen, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich mache es jeden Tag, ist der häusliche Streit. Ja? Und wenn ich mit meiner Frau streite und die rennt dann auf die Polizei und sagt, mein Mann hat mir auf den Hintern gegriffen, ich gebe die Ermächtigung zur Strafverfolgung. Kann ich gerne was sagen dazu? Das finden Sie richtig so. Sag Ihnen. Okay. Dann mit dieser Gesetzesnovelle ändert sich nichts, weil wenn Sie
jemanden beschuldigen wollen, dann können sie nämlich falsch beschuldigen wollen, dann können sie das mit der sexuellen Belästigung theoretisch jetzt schon. So zu tun, als wäre die möglich, ja sicher. Dann sagen sie nicht, dann sagen sie einen anderen Körperteil. Ja. Jetzt tun sie nicht so, als würde das Gesetz plötzlich einen riesen Rahmen abgeben, damit man jemanden zu Unrecht beschuldigt. Das sind alles, aber es wird ja erleichtert durch das Gesetz. Das sind alles Argumente, die eine Vernebelung schaffen. Weil offensichtlich, ich ziehe Sie wieder, Sie weiter die Möglichkeit Thema, haben wollen, ob der Bob stellt, was der Blick verspricht, das erfahren zu wollen. Aber ich will nicht schrankenlos die Strafbestimmungen. Für uns Anwälte ist ja super, ne? Das ist ein weiteres reiches Betätigungsfeld, wunderbar. Ja, die Staatsanwaltschaften stöhnen jetzt schon, wenn es das... Sind wir mal sachlich, oder versuchen wir das mal, Herr Dr. Einetter. Wenn eine Frau zu Ihnen kommt und sagt, ich bin belästigt worden, ich möchte gerne diesen Mann anzeigen, ja, und ihn am liebsten vor ein Gericht bringen und ein Urteil erwirken. Was muss die Frau Ihnen mitbringen, dass Sie sagen, das bringt was? Oder wann sagen Sie, gar nichts. Nicht? Wenn sie sagt, das ist so und ich glaube das, dann kann sie nicht ausreden, weil ich halte es ja für sinnlos, wenn sie sagt, dann wäre ich sagen, okay, dann gehen Sie auf die Polizei und zeigen das an. Also ich würde jetzt als Anwalt, wenn einer sagt, der hat mir auf den Oberarm gegriffen, zweimal, ich wollte das nicht, um beim Beispiel der Frau Professor zu bleiben, würde ich sagen, der nicht Oberarm böse sein. Reicht nicht. Nicht. Nein, naja, das beim ist ersten nicht Mal definiert, der Oberarm, wenn das weggestoßen wird, haben Sie nicht woanders hinzugreifen. Das also, war mein Argument. Schulter, oder? Aber da sind wir uns ja einig, dass man das nicht klar ist, nicht wo man... gleich auf einen sexuellen, expliziten Körper. Gut. Also jedenfalls würde ich es ihr ausreden, weil es ja überhaupt nichts bringt. Ne? Wenn es wirklich massiv ist, dann würde man natürlich, wenn es in der Arbeitswelt ist, Gleichbehandlungskommission oder sonst was, Unterlassungsklage, zivilrechtlich, auch kein Problem, ist viel weniger traumatisierend, als wenn diese arme Frau jetzt zur Polizei geht und dort den männlichen Beamten, und wir kennen alle unsere Polizeibeamten, erklärt, sie macht jetzt eine Anzeige, weil sie nach dem 218 neu durch ungewollte Berührungen irgendwo belästigt wurde. Mhm. Die lachen sie tot. Nein, okay? Das tun sie nicht. Das reden nicht so schlecht über die Polizei. Es gibt eigentlich eigene geschulte Opferkontaktbeamtinnen überall in Wien. Das ist mir bekannt. Ja, wie gesagt, und die sind tatsächlich in diesem Bereich. Ja, na, dann sollten Sie wissen, dass die nicht über solche und Vorwürfe. Die sind durch die Anzeige allein schon so traumatisiert, dass das nächste Mal, wenn wirklich was ist, das sicher nicht mehr machen. Jetzt, und das ist auch nicht erwünscht. Die wirklichen Übergriffe sollen ja selbstverständlich streng bestraft werden. Was das wirklich haben ist, alle ist einig. Definieren nur, Sie. Das steht nein, schon nein, das ist kein wirklicher Übergriff, wenn ich, wenn ich jetzt den Herrn Doktor auf dem Oberschenkel greife. Ja? Er könnte es so empfinden. Ja, aber am Anfang dieser ganzen Diskussion, am Anfang dieser... Sagen Sie mir bitte nicht. Meine Herren, ich werde davon absehen. Ich rufe Sie zur Ordnung und bitte Sie, mit mir noch Folgendes durchzudenken. Am Anfang dieser Diskussion hat es dann teilweise auch sehr polemische Kommentare darüber gegeben, dass dann ja vielleicht bei einem Tanz, Sie haben es schon erwähnt, möglicherweise die Hand wo abgleitet, wo es dann heißt, na, bis hierher und da aber dann nicht mehr und ab dann ist es dann wieder so. Also ganz offensichtlich, und das haben offenbar auch die beiden Minister erkannt, gibt es da noch ein bisschen Schärfungsbedarf bei diesem Gesetz. Wie könnte das unmissverständlich formuliert sein? Sagen Sie uns das. Also Schärfungsbedarf sehe ich nur insofern, als ich gerne das Nahekommen drinnen hätte, statt vergleichbar. Ja? Was eine Klarstellung ist, dass es nicht unbedingt gleichwertig sein muss mit einem intensiven Griff jetzt zwischen die Beine. Weil das ist ein bisschen zu eng. Da könnte der Dr. Einer jetzt schon eine Viertelstunde mit der Hand am Oberschenkel seines Nachbarn herumspielen. Das würde immer noch nicht runterfallen, möglicherweise. Also deswegen wäre mir Nahekommen eine sehr willkommene Klarstellung. Statt was? Statt vergleichbar? Statt vergleichbar. Und der zweite Punkt... Klingt für den Laien nach einer juristischen Spitzfindigkeit, sich daraus, dass die geschlechtliche Handlung, der es eben nahe kommen soll, extrem eng von der Judikatur ausgelegt wird. Es muss eben ein intensives Greifen auf den Penis oder auf die Vulva oder an die Brust sein und alles andere wird nicht anerkannt. Nicht einmal ein Zungenkuss gilt als geschlechtliche Handlung. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man jetzt vergleichbar im Sinn von gleichwertig verlangt, dass da Berührungen des Oberschenkels oder des Pos eben erst relativ spät oder gar nicht darunter subsumiert werden. Deswegen ist das meiner Meinung nach zu eng. Haben Sie nicht das Gefühl, mit Ihrer Aussage total auf dem falschen Dampfer zu sein?
Nein, weil diese Aussage ja dazu da war, die war übertrieben, das ist keine Frage. Übertreibung ist aber das beste Mittel zur Wahrheit, wie wir wissen. Und genau deswegen sitzen wir heute hier. Hätte ich dieses ironische Bonmot, weswegen auch Sie heute hier sitzen dürfen und Ihre oberlehrerhaften Äußerungen machen, hätte ich dieses Bonmot nicht getätigt, dann wäre diese Novelle irgendwo irgendwie so mitverhandelt worden und es wäre uns nicht bewusst geworden, wäre uns gar nicht aufgefallen. Was da sehen Sie falsch, uns, Sie säßen vielleicht nicht hier, wir würden vielleicht trotzdem darüber diskutieren. Lassen Sie bitte ausreden. Ja, ist okay. Mir ist es wichtig, dass das jetzt in die Debatte eingedrungen ist. Das rechne ich mir zu. Über die Mittel kann man streiten. Das Ziel ist erreicht. Wir haben es in der Debatte und wir haben verschiedene Meinungen und wir haben eine sehr lebhafte Diskussion. Ich glaube, das geht ja erst weiter, beziehungsweise wir haben ja erst überhaupt begonnen damit. Wir müssen uns schon klar sein, was will der Staat mit seinen Bürgern machen? Will der Staat im Schlafzimmer mitregieren? Will der Staat bei jedem Rendezvous dabei sein? Will der seinen Bürgern und Bürgerinnen diktieren, wie sie sich zu verhalten haben? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? In der Privatsphäre, in der zwischenmenschlichen Sphäre oder sollen das die Menschen für sich selber regeln, so wie der Lokalbesitzer das gemacht hat, mit Hilfe von anderen. Das funktioniert offenbar im kleinen Bereich wunderbar, super gut. Alle waren begeistert in diesem Interview, das sie gebracht haben. Und da finde ich, ist mein Ansatz und mein Wunsch schon erfüllt. Und wenn das sich fortsetzt und weitergeht, dann brauchen wir kein Strafrecht in diesem Bereich. Und das ist mein Ansatz, mein mittelfristiger. Ich kann mit dem Strafrecht morgen irgendwas verbieten, natürlich. Ja. Wir haben auch den Mord verboten, aber es gibt trotzdem leider Gottes Mörder. Das heißt, wir müssen an anderen Dingen arbeiten, an Haltungen, an der Kultur, am Zwischenmenschlichen, wie gehen wir miteinander um, am Respekt voreinander, am Reden miteinander. Dann wird es besser werden. Und ich glaube, wir wollen alle eines, eine bessere Welt haben zwischen Mann und Frau und zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren. Das wollen wir haben. Das ist unser Ansatz. Daher ist es sinnlos aus meiner Sicht, hier das Strafrecht gleich hineinzubringen, sondern das sollte man zuerst bilden, ausbilden, Haltungen kreieren, darüber nachdenken, was hier geschieht. Dann habe ich mündige Bürger. Hat Sie der Herr Franz jetzt überzeugt? Also ich finde es ein bisschen seltsam, dass er diese Entweder-Oder-Haltung halt fährt, weil ich halt denke, ein Gesetz kann eben genau diese geforderte Debatte sehr gut ergänzen und kann eben genau dieses Signal senden, dass die Gesellschaft sagt, wir wollen eben diese Belästigung nicht, wir akzeptieren das nicht. Es ist gesellschaftlich wirklich mal eindeutig geächtet und nicht, wie es jetzt behandelt wird, Kavaliersdelikt und so, ja, Männer sind halt so und wir müssen das irgendwie aushalten und Frauen sollen sich einfach nur wehren. Also genau das würde ja dann in dem Punkt das ergänzen und insofern sehe ich eben die öffentliche Debatte um dieses Gesetz als Teil dieses kulturellen Wandels absolut genauso notwendig. Ja, gut, das haben wir schon beim Brüderle gehabt, nicht? War ja dieselbe Debatte. Bitte was? Beim Brüderle-Geschichte, Brüderle-Dekolleté. Ja, und? Haben wir ja einen Monat lang alle. Sie führen uns zurück zu diesem Anlassfall, der vor 2 Jahren ein bisschen auch den Ausgangspunkt, so wie auch der Fall in Graz, für diese breit angelegte Diskussion über dieses neue Gesetz gegeben hat. Ein Gesetz, das jetzt in Begutachtung ist. Ende April soll diese Begutachtung abgeschlossen sein und dann sehen wir, was davon übrig bleibt und was davon dann wirklich im Gesetz stehen wird. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr für die Diskussion. Danke fürs Kommen.